Als ich in Leonards Zelle zurückkehrte, fehlte ein großer Teil der Wand. Das Beben musste den Palast ziemlich in Mitleidenschaft gezogen haben. Leonard und zwei Kastanien arbeiteten noch immer an dem schlagenden Flügelflugapparat, so als sei überhaupt nichts geschehen. Bedeutet dies etwas für euch? Das Symbol Vertrautheit hat für mich. Aber ich befürchte, dass mich nicht erinnern kann. Jeder Hinweis könnte nützlich sein. Ich weiß, das Symbol man nennt Auge der drei Lappen. Ja, das ist immerhin etwas. Das dreigelappte Auge. In einem der Bibliotheksbücher stand geschrieben, das Symbol der dunklen Sekte von Nilonatatep sei ein dreigelapptes Auge. Kondos Amulett wies ein Symbol auf, das nach einem Auge mit drei vorgewölbten Lappen aussah. Was hältst du hiervon? Huch, woher du das hast? Du erkennst es? Nicht Schwert, nein. Aber Einkerbigung am Ende von Griff hat gleiche Form wie vergoldetes Juwel, das suche ich. Soll das heißen, ein vergoldetes Juwel gehört in den Knauf? So es den Anschein hat. Interessant. Zwei Kastanien war Ilsas Gefährt. Er war auch... Ich wusste noch immer... Mit dem goldenen Schwert war in seinem gegenwärtigen Zustand alles in bester Ordnung. Ich möchte dir nur einige weitere Fragen stellen, wenn du gestattest. Hast du jemals von Nilonatatep gehört? Der Name klingt vertraut. Ich glaube, so heißt einer der alten dunklen Götter. Weißt du sonst noch etwas darüber? Tut mir leid, nein. Hast du vom leuchtenden Trapezoeder gehört? Was das sein? Nun, ich weiß es nicht genau. Eins steht fest, es ist eine Quelle großer Macht. Was ein Trapezo-Ding ist? Es ist ein Kristall mit allen Flächen eines Trapezes. Und ein Trapez? Eine Art Viereck ohne parallele Seiten. Nein, das ist ein Trapezoid. Nein, ein Trapezoid hat zwei parallele Seiten von unterschiedlicher Länge. Nein. Nein! Stammt deine Familie aus der Nähe von Genua? Mein Großvater kam von dort. Wieso fragst du? Die genuanische Geometrie hat etwas andere Definitionen als die euphibianische. Ich halte mich an Legibus-Definitionen in Geometrie. Hast du das Buch gelesen? Dieses Trapezodondron. Trapezoeder. Alle Seiten aus zusammengedrückten Quadraten bestehen? Nun, das ist eine ziemlich grobe Beschreibung. Aber sie stimmt im Wesentlichen. Das es ist! Das Juwel, ich suche! Wirklich? Viel gewisslich. Es so ein Kristall ist, aber vergoldet. Und danach suchst du? Wie nah bist du dem Juwel gekommen? Ich überzeugt bin, es sich in Ankh-Morpork befindet. Und ich glaube, dass diese Anordnung von Sternen große Bedeutigkeit hat für Finden. Kann ich das mal sehen? Bitte nimm, wenn du wünschst. Ich nicht mehr habe viele Chancen, um selbst zu sehen. Ich sehr erfreut wäre, wenn du könntest weitersuchen. Zwei Kastanien hatte mir eine Sternkarte gegeben, die es angeblich ermöglichte, das von ihm gesuchte Juwel zu finden.
Der Tempel der geringen Götter schien verlassen zu sein, als ich zurückkehrte. Ich hörte irres Lachen darin. Mondkalb, bist du das? Verlass diesen Ort! Fort mit dir! Alle sind verflucht! Alles wird zerstört! Es war tatsächlich Mondkalb. Wie kann ich Nilunatatep aufhalten? Sprich den Namen nicht aus! Schon gut. Versuchen wir es auf eine andere Weise. Nach der Beschwörung erschienen die Worte Quod Nescio und Eos Interficet an der Wand. Was bedeuten sie für dich? Nein, nein, sie erschienen nicht. Der Tempel existiert nicht. Es ist nie geschehen. Doch, es ist geschehen. Nein, es ist nie geschehen! Kannst du mir etwas über das leuchtende Trapezoeder erzählen? Sie haben mich immer gehasst, selbst als Kind. Sie haben mich nie gemocht. Was das Trapezoeder betrifft? Sie haben immer meine Pläne ruiniert. Sie haben mich nie gemocht. Niemand mag mich. Ich habe mir etwas erhofft, das weniger persönlich und etwas nützlicher ist, Mondkalb. Dieses Amulett ist das Zeichen jener Entität, die von dir und deinem Kult beschworen wurde. Ich habe es bei Kondo gefunden. Bedeutet es etwas für dich? Es bedeutet, dass Kondo ein Verräter ist. Er ist sicher nicht der Einzige. Sie alle hassen mich! Kondo war gar kein Anhänger von Anu Anu. Er diente vielmehr dem zerreißenden Schrecken. Vielleicht ist er wahnsinnig gewesen. Wahnsinn! Ja, süßes Singen in den Ohren! Scheint derzeit sehr in Mode zu sein. Hör mir gut zu. Ich muss wissen, wer sonst noch ein Doppelagent gewesen sein könnte. Wer? Ich sage dir, wer. Sie alle haben mich gehasst. Besonders Feud. Feud? Der Troll? Ja, der Troll. Er hat mir nie gefallen. Ich traue keinen Trollen. Wo ist er jetzt? Woher soll ich das wissen? Er wollte es mir nicht sagen. Er hat mich nie gemocht. Niemand mag mich. Hat er dir etwas gesagt? Er meinte, er wollte sich eine neue Identität zulegen und verschwinden. So ein Feigling. Dummer Troll. Was ist mit dem Rest des Kults? Wo kann ich die anderen finden? Es ist zu spät. Nichts kann uns jetzt mehr retten. Wo ist dein Glaube geblieben? Hältst du Anu Anu nicht mehr für den Gott der Götter? Nein, ich entsage meinem Glauben. Anu Anu hat mich verraten. Er hat mich verraten. Mondkalb sprang durchs Buntglasfenster und begann damit, am Tempel emporzuklettern. Ich hörte Mondkalb wettern, als er an der Außenseite des Tempels emporkletterte. Ich widme meinen Glauben einem Gott und er will alles zerstören. Götter machen nichts als Ärger. Man kann ihnen nicht trauen. Man kann ihnen nicht trauen. Wir brauchen sie nicht. Sie brauchen uns mehr als wir sie. Ich öffne mein Herz dem Atheismus, um mich von ihm erlösen zu lassen. Ich bin ein wiedergeborener Atheist. Ich kann nicht glauben, dass ich den Sturz überlebt habe. Das hast du auch nicht. Du bist der Tod, nicht wahr? Du hast von mir gehört? Ich fühle mich geschmeichelt. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit dafür, von einem Blitz getroffen zu werden, während ich den Göttern entsagte? Ziemlich hoch, würde ich sagen. Du bist nicht der Erste.
Allerdings hat niemand vor dir den Göttern auf dem Dach ihres Tempels entsagt. Damit hast du Stil bewiesen. Danke für das Kompliment, wenn es eins war. Schon gut. Ich versuche, den Vorgang so angenehm wie möglich zu gestalten. Und was passiert jetzt? Das hängt von dir ab. Du hast allen Göttern entsagt und deshalb bezweifle ich, ob dich ein himmlisches Paradies erwartet. Oder irgendeine Hölle. Was ist mit Reinkarnation? Derartige Vorstellungen haben mir immer gefallen. Nun, eigentlich kommt es dabei nicht auf mich an. Aber wenn du zurückkehrst, gebe ich dir den guten Rat, auf deine Worte zu achten, während du auf religiösen Monumenten stehst. Ich werde versuchen, daran zu denken. Weißt du, ich fühle mich gar nicht mehr so... Wie soll ich es ausdrücken? Ich fühle mich nicht mehr so... fromm. Der Tod verleiht ganz neue Perspektiven. Ich hätte nie zu einem Zeloten werden sollen. Meine Mutter hatte recht. Es wäre besser gewesen, wenn ich Steuereintreiber geworden wäre. Vielleicht in deinem nächsten Leben. Eins musste man Mundkalb lassen. Er verstand es, Eindruck zu schinden. Leider hatte er mir nicht viele Hinweise hinterlassen, obwohl es sicher keine schlechte Idee war, nach Foy zu suchen. Ich hatte bereits Erfahrung darin, Informationen von Trollen zu bekommen. Ich brauchte nur festzustellen, wo er sich aufhielt. Bis zurück. Zurück? Bin ich irgendwo hingegangen? Versuchen wir es noch einmal. Du bist also Bildhauer. Ja. Ich zweifle kaum daran, dass ich einer bin. Etwas in der Art, ja. Wieso habe ich das Gefühl, dass Smalltalk mit dir recht schwierig sein könnte? Hat ein Troll namens Foyd deine Dienste in Anspruch genommen? Foyd? Na schön, ich kann dir keine Beschreibung geben. Für mich sehen alle Trolle gleich aus. Aber wenn du ihn behandelt hast, so muss das vor kurzer Zeit geschehen sein. Hast du während der letzten Tage an einem Troll gearbeitet? Ja, vor nicht allzu langer Zeit habe ich jemanden unten am Fluss behandelt. Ein Straßenname wäre nicht schlecht. Ich bin ein hoffnungsloser Fall, wenn's um Namen geht. Wie findest du zu den Wohnungen deiner Kunden? Ich kann mich gut an Richtungen erinnern. Nun, wo wohnte der Troll, den du behandelt hast? Man geht zum Ankh, wendet sich dort nach rechts und nimmt die dritte Straße auf der rechten Seite. Der richtige Ort befindet sich auf der anderen Seite eines leeren Ladens. Eines leeren Ladens? Danke. Ich glaube, ich finde den Ort. Ich glaube, du solltest dich jetzt wieder an die Arbeit machen. Die Tür war verschlossen. Foyd, bist du da? Nein, hier niemand ist namens Foyd. Lüg nicht, Foyd. Erstens, ich erkenne deine Stimme. Und zweitens, ich habe mit Rodan gesprochen. Sei unbesorgt. Ich habe nicht vor, dich in Schwierigkeiten zu bringen. Jemand hatte das Jungaalzeichen auf den Boden gemalt. Offenbar wollte sich Foyd vor dem zerreißenden Schrecken schützen. Ich schätze, er war gar nicht so dumm. Oder vielleicht war sein Selbsterhaltungstrieb stark genug, um die Dummheit zu überwinden. Ich konnte das Jungaalzeichen entfernen und Foyd seinem Schicksal überlassen, aber das ließ mein Mitgefühl nicht zu. Der große, dumme Troll lag fast reglos auf dem Boden. Der Boden hatte schon bessere Zeiten gesehen. Du brauchst mir nur zu helfen. Dann lasse ich dich in Ruhe. Ist gefolgt dir jemand? Nein. In dieser Hinsicht bin ich vorsichtig geworden. Was wollen? Dies ist ein hübsches Plätzchen. Hör auf mit Gerede.
Einfach Fragen stellen und dann verschwinden. Erzähl mir von Nilonatatep. Nein, frag mich anderes. Hast du zu den Anhängern von Nilonatatep gehört? Ich dir sage überhaupt nichts. Vor wem läufst du davon, Void? Sage nichts. Weißt du, was Quod Nesci und Eos Interficet bedeutet? Das Dingsbums sein. Quod Nesci und Eos Interficet. Das Dingsbums? Was bedeutet es für dich? Keine Ahnung. Ich könnte ziemlich schnell die Geduld mit dir verlieren, Void. Hast du jemals vom leuchtenden Trapezoeder gehört, Void? Vom leuchtenden Trapezoding? Ich schätze, diese Antwort ist ein Nein. Aber ich hielt es auch für möglich, mich zu irren. Darüber ich überhaupt nichts weiß. Ich habe das Schwert. Ich glaube, mit dem Schwert kann man Nilonatatep aufhalten, aber ich muss wissen, wie. Keine Ahnung. Darüber mir niemand etwas gesagt hat. Willst du etwa behaupten, Mitglied eines geheimen Kults gewesen zu sein, ohne zu wissen, was vor sich ging? Nun, ich immer getan habe, was Mondkalb sagte. Weil er das Oberhaupt war, meinst du? Nun, er war Galionsfigur. Aber ich nicht weiß, ob er auch war Oberhaupt. Warum hast du dich dann an Mondkalbs Anweisungen gehalten? Er mein Kontaktmann war. Auf diese Weise wir in Verbindung blieben. Der Kontaktmann einen auf dem Laufenden hielt. Ich verstehe. Bedeutet dieses Amulett etwas für dich? Ja, es vertraut aussieht. Das Satraps. Dies gehört Satrap? Bist du sicher? Ja, ich sicher bin. Es gesehen habe an seinem Hals. Und wo ist er jetzt? Ha, weiß nicht. Jeder Kultangehörige hatte eine Kontaktperson? Ja, stimmt. Und wer war Satraps Kontaktperson? Das Kühl war. Und wo kann ich Kühl finden? Weiß nicht. Aber glaube ich, er arbeitete als Pförtner in der Universität. Das genügt mir. Danke. Hoffentlich begegnen wir uns nicht noch einmal, Void. Hier scheint rege Aktivität zu herrschen. Ja, weiß gar nicht, was über die Leute gekommen ist. Plötzlich scheinen alle verrückt zu sein. Verrückt? Ist das hier nicht ein sehr subjektiver Begriff? Wie bitte? Schon gut. Was meinst du mit verrückt? Leute fallen ohne irgendeinen Grund übereinander her oder springen in den Tod. Seit der Herrschaft von Lord Schnappüber hat's nicht mehr so viele Tote gegeben. Dort draußen kommt es zu Krawallen und sie werden nicht einmal von Zwergen angefangen. So etwas habe ich nie zuvor erlebt. Bald kommt's noch schlimmer. Woher willst du das wissen? Vertrau mir, dies ist nur der Anfang. Ich muss in die Universität gelangen und du sollst mir dabei helfen. Wie? Kannst du mir nicht einen Durchsuchungsbefehl oder so geben? Nein, ausgeschlossen. Mumm würde durchdrehen, wenn ich dir einen Durchsuchungsbefehl gebe. Durchsuchungsbefehl? Ja, das ist ein Dokument des Patriziers, mit dem wir Zimmerlichkeiten durchsuchen können. Oder heißt es Räumlichkeiten? Ein solches Papier brauchen wir. Unmöglich, Luten. Es würde mich die Dienstmarke kosten. Vielleicht hängt die Zukunft der Stadt davon ab. Oh, du würdest alles behaupten, nur um dich durchzusetzen. Na schön, wenn es nicht anders geht. Wie bist du neulich in mein Büro gelangt? Die Tür war offen. Nein, das war sie nicht. Ich schließe immer ab. Andernfalls würde es in jenem Viertel höchstens 10 Minuten dauern, bis mir jemand die Kaffeemaschine klaut. Nun, ich habe einen Weg in dein Büro gefunden. Belassen wir es dabei. Was würde Mumm davon halten, wenn er erfährt, dass du irgendwo einbrichst, mit der Absicht, Dinge zu stehlen?
Du sagst ihm doch nichts, oder, Luton? Er würde durchdrehen. Nun, eine Hand wäscht die andere. Warum sollte ich mir die Hände waschen oder waschen lassen? Ich meine, ich vergesse den Einbruch, wenn du mir einen Durchsuchungsbefehl für die Universität beschaffst. Ich weiß nicht, Luton. Ich denke... Handle jetzt sofort. Darüber nachdenken kannst du später. Na schön. Warte hier. Nun, als Freund konnte ich ihm nicht vertrauen. Aber der Feigling in ihm blieb immer verlässlich. Und jetzt verschwinde, bevor dich jemand sieht. Ich bin schon weg. Bis später, Nobby. Ja, in Ordnung, Luton. Es war mir gelungen, einen Durchsuchungsbefehl von Nobby zu bekommen. Aufmachen! Aufmachen! Moment, Moment! Was ist los? Ah, du bist's. Ich habe hier ein unterzeichnetes Dokument aus dem rechteckigen Büro, das es mir erlaubt, die Universität zu betreten. Lass es mich sehen. Du wirst feststellen, dass es vollkommen in Ordnung ist. Na schön, du kannst hereinkommen. Woher hast du das? Ich bin Privatdetektiv. Ich habe dies auf legalem Weg bekommen. Welche Art von legalem Weg meinst du? Darüber möchte ich nicht reden. Das ist sehr ärgerlich. Na schön. Folgendes wird jetzt geschehen. Du wartest hier und ich prüfe die Sache bei der Wache nach. Wenn alles in Ordnung ist, bleibt mir nichts anderes übrig, als dich eintreten zu lassen. Wenn nicht, kehre ich mit der Wache zurück und lasse dich verhaften. Ist das klar? Völlig. Rühr hier nichts an und geh nicht weg. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Und ob? Du bist mir unsympathisch, Luton, und ich traue dir nicht. Bei einer solchen Sache solltest du besser nicht meinen Zorn wecken. Ich bin bald zurück. Ich kann's gar nicht abwarten. Meine Güte, wollte sie mir vielleicht drohen, mich mit ihrem Staubtuch zu ersticken? Jetzt ging es darum, kühl zu finden. Ich musste mich beeilen. Wer weiß, was Schwurbel anstellte, wenn sie zurückkehrte. Ich konnte bestimmt nicht auf Nobbys Hilfe zählen, wenn der alte Drachen ins Wachhaus stürmte.